Willkommen zurück zu Gothic. Allerdings funktioniert das Feuer der Fackel leider nicht, deswegen packe ich die mal kurz weg. Und ich habe da ja noch zwei Fackeln, da nehme ich doch gerade die. Und da geht's auch schon wieder. So, jetzt muss ich leider hier runterklettern. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch, als dass ich da unbeschadet runterfallen könnte. Na, so geht's noch. Und ihr habt geschrieben, dass ich nicht cheaten soll. Ist jetzt schon wieder ein paar Folgen her. Aber ich muss sagen, ich sehe das eigentlich genauso. Ich finde Cheats problematisch. Einfach weil man das Spiel dann ja anders spielt, als man es eigentlich spielen sollte. Warum trage ich eigentlich die ganze Zeit eine Fackel mit mir rum? Ich weiß es nicht. Es ist doch hell genug. Und ja, es mag, gerade weil Gothic so viele Bugs hat, gelegentlich Situationen geben, in denen man cheaten muss, um überhaupt vorwärts zu kommen. Aber ich möchte es eigentlich darauf beschränken, weil wenn man einmal anfängt, dann, wenn man einmal anfängt, ist der Schritt naheliegend, es auch weiterhin zu tun. Genau, und wie gesagt, ich möchte nicht die meiste Zeit cheaten, sondern ich möchte das Spiel so spielen, wie es von den Entwicklern gedacht war. Und ich finde es gut, dass die Zuschauer das ähnlich sehen. Zumindest die, die geantwortet haben. So, jetzt habe ich hier zwei Möglichkeiten, in das neue Lager zu kommen. Ich könnte entweder geradeaus weitergehen oder hier durch das Wasser. Ich glaube, ich nehme den Weg durch das Wasser. Einfach, weil es geht. Weil ich hier noch nie durchs Wasser durch bin. Oh, Mole Rats. Ich sehe gerade, da ist auch eine Höhle. Was haben wir denn hier alles? Ich glaube, jetzt brauche ich doch tatsächlich die Fackel wieder. Oder, naja, eine Fackel. Was ist das denn hier? Und da hängt das Spiel wieder. Wow, gibt es hier viel. So, irgendwie gar nichts. Das hat sich gerade irgendwie nicht so wirklich gelohnt. Keine Ahnung, was das sein soll. Was für eine Grotte. Vielleicht passiert da ja später noch was. Wenn ein neues Kapitel kommt, dann... Achso, ja, hier komme ich her, stimmt. Wenn ein neues Kapitel kommt, dann spawnen des Öfteren mal neue Gegner oder neue Charaktere an diversen Stellen und tun irgendwas. Vielleicht ist da ja dann in einem späteren Kapitel noch irgendwas zu haben oder zu holen. Oder irgendwas zu tun, wer weiß. Aber jetzt gerade nicht. So, diesmal habe ich doch... ich habe Wasser dabei. Und mir fehlen 3 Lebenspunkte. Oh nein, was mache ich denn da? Ich esse einen Apfel. So. So, und weil ich Wasser dabei habe... Aber jetzt gerade sollte Lefty eigentlich da nicht mehr rumstehen. Ich speichere trotzdem mal, falls ich ihn treffe. Und falls das jetzt zu einem Problem werden sollte, kann ich ja noch schnell ein bisschen Wasser verteilen und hoffe, dass dann das Spiel kapiert, dass ich die Quest erfülle. Na, Lefty? Ach so. Jetzt interessiert es ihn wohl nicht mehr. Okay. Vielleicht ist es ja der Fall, weil ich Wasser dabei habe. Keine Ahnung. Wer weiß das schon so genau. Ich muss mal eben mein Licht hier ausmachen, weil das Spiel so dunkel ist. So, ist doch schon viel besser. So erkenne ich ja wenigstens was in der Dunkelheit. Es ist 20.30 Uhr. Erst. Ganz schön dunkel. Also bei mir ist gerade noch ziemlich... Ja, bei mir ist gerade eine Stunde früher, aber... Um die Jahreszeit wird es doch nicht dunkel um die Zeit. Keine Ahnung, vielleicht liegt es an der Barriere.
Hey, Baal. Nein. Na komm, du bist doch bestimmt Sumpfkraut. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. 10 Erz? Das ist doch 25 wert. Nee, 15. Naja, okay. Beim Verkaufen würde ich nur 7 oder 8 Erz dafür kriegen. Ist schon okay. Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. Aber das zu kaufen, um es weiter zu verticken, das lohnt sich halt nicht. Andererseits hat er halt auch nur Erz gerade. Na, willst du ein bisschen Sumpfkraut? Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geh, wenn du... Ja, willst du. Und weil es so schön ist, rauch ich einen selber. Haha. Das gibt ja Erfahrung. Cool. Aber ich nehme an, das ist nur beim ersten Mal, dass man sozusagen die Erfahrung sammelt. Jetzt brauche ich noch 1100 zum Leveln. Du schon wieder? Ja. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine. Nicht schlecht. Wie bist du daran gekommen? Ion hat sie mir gegeben. Du hast Nerven. Sie haben dich geschickt, um dich zu prüfen, was? Taurus geht bestimmt schon die Wände hoch. Diego hat mir den Auftrag gegeben. Diego macht, was Taurus ihm sagt. So wie ich ihn kenne, würde er sich totlachen, wenn er wüsste, dass du hier bist. Kann ich jetzt rein oder was? Geh nur. Lares werden die Augen aus dem Kopf fallen. Das heißt, Diego nimmt wohl das ganze alte Lager auch nicht ganz so ernst, oder wie? Interessant. Hey, Digga. Ich will mich verbessern, stimmt. Ich will mich verbessern. Der kann mir ja auch was beibringen. Also ich kann jetzt hier meine Stärke erhöhen um 2 Punkte. Und wenn ich das dann getan habe, kann ich diese Axt tragen. Und mache 29 statt 20 Schaden. Sehr coole Sache. Ares, hör auf zu trinken. Ich will mit dir quatschen. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine bei mir. Nein, das glaube ich nicht. Du bist mir schon einer, das muss ich ja sagen. Zeig her. Hier ist sie. Was er jetzt wohl damit macht? Tatsächlich. Weißt du, was wir jetzt damit machen? Wir schreiben noch ein bisschen was drauf und du bringst die Liste zurück ins alte Lager. Wenn sie den Krempel dann an die Mine liefern, überfallen wir sie und sacken uns alles ein. Das haben wir gleich. So. Hier ist die Liste. Du weißt, was zu tun ist. Sehr cool. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Yeah. Das will ich meinen. Und ich habe sogar ein Geschenk für dich. Eine bessere Rüstung. Nicht viel. Aber du hast sie dir verdient. Cool. Und was soll ich jetzt machen? Du bist jetzt ein Mitglied unserer Bande. Es steht dir frei zu tun, was du willst. Wenn du dich nützlich machen willst, geh zu Mordrak und unterstütze ihn bei der Sektensache. Okay. Das klingt nach einem Plan, aber erst werde ich die Liste ins alte Lager zurückbringen und hier Bericht erstatten, denn sonst verzettel ich mich, wenn ich jetzt mehrere Sachen parallel mache. Ich frage mich, ob ich es mit der neuen Waffe und der Rüstung schon mit dem Lurker da hinten aufnehmen kann. Na, ich will es mal lieber noch nicht riskieren. Ich wollte mich aber noch mal hier drinnen so ein bisschen umschauen. Ob zum Beispiel der Typ da was Nettes für mich hat. Mal wieder oder immer noch. Zeig mir, was du hast. Hier! 150. Und Pfeile. Was kriegst du denn dafür? 200. Das macht genau 4 grobe Schwerter, nicht wahr? Vielen Dank. Das nehme ich gerne. Ich bin voll der Kapitalist hier. Cypher, hast du was zu sagen? Ach komm, Cypher, sag was. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Hallo, Freund. Geht doch. Oh, ich kann ihn nicht ansprechen. Senian vielleicht? An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Hallo, Senian, hör auf zu trinken. Hallo. Ich will nur mit dir reden. Ich bin nicht zum Reden hier. Wofür denn dann? Hallo. Genau, das kommt nachher. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst,
könntest du so einen Sieger bekommen. Ich bin einer von euch. Gar nichts dazu, oder meinst du, Zeig mir deine Ware. Söldner. Such dir was aus. Söldner und nicht Bandit. Elf Pfeile. Nee, vergiss es. Zumal ich ja die Pfeile eh noch zurücktauschen muss in Erz. Wobei, nee, muss ich eigentlich gerade nicht. Hallo. Das ist ja nur bei so externen, also wenn im Gespräch irgendwie Erz angeboten werden muss oder so. Dafür brauche ich tatsächlich Erz, aber im Handelsfenster. Sei gegrüßt! Kann ich genauso gut mit Pfeilen und Bolzen handeln. Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum so viel nachlegen, wie die Kerle wegsaufen. Ist auch ganz gut so. Solange ich hier genug zu tun habe, lassen mich die Jungs vom Reislord in Ruhe. Okay. Nee, das letzte wollte ich. Das vorletzte. Sei gegrüßt! Was kannst du mir über den Reislord sagen? Er ist ein verdammtes Schwein. Seine Schläger suchen sich die Schwachen aus, um sie zur Arbeit auf den Feldern zu zwingen. Der Einzige, der sich wehren könnte, ist Horatio. Aber der hat mit Gewalt nichts am Hut. Ich habe mal gehört, wie er gesagt hat, er würde dem Reislord gerne den Schädel einschlagen. Aber das würde der nie tun. Seine Überzeugung hält ihn davon ab. Vielleicht bringt er mir hierbei stark zu sein, wenn ich ihm sage, dass ich den Reislord verprügeln will. Was machst du hier? Ich brenne den Reisschnaps, Junge. Hier, nimm eine Flasche, aber sag nichts Silas. okay. Na komm, und weil du mir einen ausgibst, trinke ich auch einen auf dich. Ah, das ist Bier, oder? Ja, das ist Bier. War nicht besonders schlau. Da, Reisschnaps. Prost auf dich, Jeremia. Prost. Kann schon sein. Irgendwie passiert da ja gar nichts, wenn man was trinkt. Nicht so wie in Deus Ex, wo dann der Bildschirm verschwimmt. Aber gut, ich habe die Liste. Was steht da jetzt eigentlich drauf? 20 Laib Brot, Äpfel, Käse, eine Suppenkelle, eine Bürste, 5 Spitzhacken, 3 Hämmer, reichlich Sumpfkraut, weiß ja, erste Lieferung im Monat. Lieferung sollte immer morgen da sein. Ian. Was mir gerade noch einfällt, ist dann war dann wahrscheinlich Lester. 30 Flaschen Bier, 5 Flaschen Wein, 25 gebratene Scavenger Coin und ein halbes Dutzend Ersatzwaffen. Sehr schön. Dann lässt sich das neue Lager vom alten Lager finanzieren. Ich bin ja gespannt, ob ich mich mit dieser Rüstung hier im alten Lager blicken lassen kann. Die werden doch den Braten sofort wittern, oder? Weiß ich nicht, muss mal gucken. Wahrscheinlich zieh ich sie. Ach komm, ich zieh sie einfach aus, die Rüstung, bevor ich ins alte Lager komme. Was soll das? Ich werde da drin eh nicht kämpfen. So, der starke Mann ist jetzt leider auch nicht da. Die sind gerade von den Feldern weg, die Bauern. Naja, wird schon passen. Ich komme wieder zurück, sobald ich die Liste abgeliefert habe. Um dann mit Mordrak zu reden. Um ihm im Sektenlager zu helfen. Was steht eigentlich denn sonst noch so an? Ich habe den Schlüssel, habe ich die nicht ausgeräumt? Die habe ich doch ausgeräumt. Ach so, ich habe mit dem Aaron nicht mehr geredet. Und ich habe den Shrike noch nicht verprügelt, um mir eine Hütte zu sichern. Das mache ich dann am nächsten Tag, wenn ich wieder zurück bin im neuen Lager. Ich habe jetzt die Rüstung, ich habe eine bessere Waffe. Wird schon passen. Den kriege ich bestimmt klein diesmal. Im Gegensatz zu dem Lurker habe ich immerhin ein bisschen Schaden zugefügt beim Versuch letztes Mal. Da unten ist irgendwie Licht. Oder kommt es per Beleuchtungsfehler irgendwo her? Vielleicht von dem Feuer da. Das kommt bestimmt von dem Feuer. Das ist bestimmt nur ein Beleuchtungsfehler. So, ich glaube, bei dem hier habe ich schon alles gelernt, aber wenn mich nicht alles täuscht,
treibt hier irgendwo ein Wolf sein Unwesen. Also schaue ich mich doch hier mal um. Na, da ist nix. Ich meine, ich habe da mal einen Wolf gesehen, als ich zum ersten Mal durchgelaufen bin. Oha. Was haben wir hier? Ein bisschen was zu futtern. Was ist das denn? Ah, so ein Waran. Oh, verdammt. Die Viecher sind stark. Mit denen will ich mich nicht anlegen. Auch wenn ich ihn wahrscheinlich ziemlich gut ausnehmen könnte. Nee, das muss nicht sein. Und ja, bei dem habe ich alles gelernt. Bei dem war ich ja zuallererst. Das passt schon. Da muss ich jetzt nicht nochmal hin. So, ich bin jetzt also Söldner, oder? Steht das da irgendwo? Bandit. Gilde Bandit stand da gerade links oben. Coole Sache. Damit bin ich offiziell aufgenommen. Ich frag mich halt bloß, wie gesagt, ob die im alten Lager das nicht blicken. Ich meine, die sind ja... Ja, die sind jetzt nicht unbedingt die hellsten, aber blöd sind die ja jetzt auch nicht unbedingt. Was ist nicht da unten? Das ist nur ein Grafikfehler. Hier ist eine Pflanze. Das da meinte ich, das habe ich gesehen. Ah, cool. Ich dachte erst, es wäre irgendwas leuchtendes Feuer oder so. Es gibt ja da oben noch den Turm, ne? Den ich noch erklimmen wollte. Mache ich vielleicht zwischen dieser Folge und der nächsten, nachdem ich die Liste abgeliefert habe. Jetzt werde ich aber erstmal diese Rüstung komplett ausziehen. Nicht, dass die im alten Lager Verdacht schöpfen. Und dann speichern. Jetzt, wo ich noch schön weit weg bin und noch nichts schief gegangen ist. Ich weiß ja nicht, ob die nicht doch irgendwie merken, dass ich Bandit bin oder ich irgendwas falsch machen kann, damit sie es merken oder so. Wer weiß. Vielleicht habe ich irgendwer gesehen oder was weiß ich. Lass uns lieber über was anderes reden. So, da ist Horus. Wem muss ich denn jetzt die Liste eigentlich abliefern? War das Horus oder Diego? Halt! Was ist? Du darfst nicht in die Burg, hau ab! Ach so, ja. Wie auch immer, von denen ist gerade keiner da. Was mach ich denn dann? Ich könnte mich eine Runde aufs Ohr hauen und ich glaube, das werde ich einfach tun. Ah, da unten ist Whistler. Ach komm, um die Zeit. Ist er doch bestimmt in seiner Hütte und schläft. Was soll da schon passieren? Sag ich doch. Oder ist er das? Nein, nur ein Gardist. Alles gut, alles klar. Cool. Das ging nochmal gut. Leider ist jetzt in dieser Folge nicht allzu viel passiert. Aber immerhin, es hat sich was getan. Sehr viel sogar. Ich bin Bandit. Ich bin in einem Lager aufgenommen worden. Yeah. Und jetzt werde ich hier durchschlafen. Dann habe ich gesehen, dass ich einiges an rohem Fleisch habe, 50 Stück. Die werde ich dann noch offscreen braten und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Diego wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!